Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um die betriebsbedingte Kündigung. Und die betriebsbedingte Kündigung ist einer der drei Kündigungsgründe laut Kündigungsschutzgesetz, die eine Kündigung sozial rechtfertigen. Was heißt das? Im Kündigungsschutzgesetz, wenn ein Arbeitnehmer also diesen Schutz hat, kann man ihm nur aus drei Gründen kündigen. Ordentlich kündigen. Betriebsbedingt, personenbedingt, verhaltensbedingt. Die betriebsbedingte Kündigung gehört also hierhin und ist eine Kündigung, die rein oder ein Grund, besser gesagt, ist ein Grund, der rein in der Sphäre des Arbeitgebers liegt. Hier ist also eine Trennungslinie. Denn die beiden anderen Kündigungsgründe liegen in der Sphäre des Arbeitnehmers. Personenbedingt, wie er ist, IST wohlgemerkt, und verhaltensbedingt, was er oder sie tut. Noch anders gesagt, wenn ein Arbeitnehmer eine betriebsbedingte Kündigung bekommt, dann kann er dafür nichts. Weder dafür, wie er ist, noch was er tut. All das hat mit diesem Grund nichts zu tun. Der Grund liegt allein in der Sphäre des Arbeitgebers. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Betriebsbedingte Kündigung. Beispiele. Nun, ein Grund könnte sein eine Betriebsstilllegung. Eine Betriebsstilllegung. Das heißt, ein Werk wird stillgelegt. Und das muss dann noch nicht mal die Entscheidung der deutschen Geschäftsführung sein. Es kann sein, dass die Mutter irgendwo im Ausland sitzt und als Ausdruck ihrer Strategie beschließt, dass dieses Werk zugemacht werden soll. Ja, dann liegt das nicht nur im Bereich des Arbeitgebers, sondern sogar im Bereich des von mir aus ausländischen Arbeitgebers. Ja, hat aber mit dem Arbeitnehmer überhaupt nichts zu tun. Dann Änderung des Betriebszwecks. Änderung des Betriebszwecks und Schließung von Filialen. Beispiel hierfür, das konnten Sie überall beobachten, dass die Banken und durchaus auch die Sparkassen teilweise und die Volksbanken, aber vor allem die großen Geschäftsbanken, ziemlich viele Filialen geschlossen haben in den letzten Jahren, weil eben parallel das Online-Banking sich immer stärker verbreitet hat. Man hat hier also reagiert auf Marktveränderungen, auf technische Veränderungen. Das heißt, man könnte sagen, dass diese Beispiele etwas zu tun haben mit dem Unternehmen und dem Markt und Veränderungen der Marktsituation und nicht mit der Person des Arbeitnehmers und nicht mit dem Verhalten des Arbeitnehmers, also mit dem Rahmen des Ganzen, in dem sich dieser Betrieb hier bewegt. Betriebsbedingte Kündigung hat also etwas mit dem Rahmen zu tun. Und der Rahmen ist der Markt, ist die Technik, die wir verwenden, die sich ändert, die sich weiterentwickelt, die Kunden, deren Wünsche und Bedürfnisse sich ändern. Das hat alles Einfluss auf eine betriebsbedingte Kündigung. So, jetzt will ich in diesem Video noch zwei Dinge klären, nämlich einmal die Frage, wen trifft es? Bei der Person und bei der verhaltensbedingten Kündigung stellt sich diese Frage nicht, sondern da ist es ganz klar, es betrifft diesen einen Arbeitnehmer. Aber bei der betriebsbedingten Kündigung
betrifft es ja im Prinzip alle Menschen, die in dieser Filiale arbeiten, die da geschlossen werden soll. Zunächst einmal. Und dann ist die Frage, ob man vielleicht auch den einen oder anderen weiter beschäftigt. Wen trifft es, wenn es nicht sowieso alle trifft? Wen trifft es? Und in diesem Fall sagt das Kündigungsschutzgesetz, man muss treffen eine soziale Auswahl, eine Auswahl nach sozialen Kriterien. Also, wir wollen eine Filiale schließen, die Geschäftsleitung hat das beschlossen. Wir können aber von den, was weiß ich, 30 betroffenen Mitarbeitern 5 weiter beschäftigen und die restlichen müssen wir entlassen. Wen trifft es? Auswahl nach sozialen Kriterien. Diese sozialen Kriterien sind das Lebensalter, die Zahl der Kinder und die Dauer der Betriebszugehörigkeit. Das heißt, der altgediente Mitarbeiter oder die altgediente Mitarbeiterin ist weniger gefährdet als der 23-Jährige, der noch keine Familie hat, der jung ist, der ungebunden ist. Ja, das ist die Idee der sozialen Kriterien. Ich werde das in einem anderen Video auch noch mal vertieft beleuchten. Und etwas weiteres im Zusammenhang mit der betriebsbedingten Kündigung sollte man wissen, nämlich der Arbeitgeber muss die, und jetzt kommt ein langes Wort, Weiterbeschäftigungsgarantie Möglichkeit. Er muss also prüfen, ja, prüfen ist das Wort, das hier noch fehlt. Er muss also prüfen, ob die Möglichkeit besteht, den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin weiter zu beschäftigen. Wo? In einem anderen Betrieb des gleichen Unternehmens. So, jetzt muss man natürlich, um den Satz zu verstehen, wissen, was der Unterschied ist zwischen Betrieb und Unternehmen. Unternehmen ist der rechtliche Oberbegriff, die rechtliche Einheit. Und Betrieb ist der Ort der Leistungserstellung, dort, wo wirklich die operative Arbeit gemacht wird. Ein Werk zum Beispiel, in dem Produkt A produziert wird, ist ein Betrieb. Ja? Und so könnte man hier überlegen, wenn wir dieses eine Werk in Stadt A schließen, Stadt B ist aber auch gar nicht so weit entfernt, ob wir nicht Arbeitnehmer in Werk B in der anderen Stadt, in der wir nicht schließen, weiter beschäftigen können. Das muss geprüft werden. Ja, vor der Entlassung muss geprüft werden, ob eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit besteht. Und wenn die betriebsbedingte Kündigung dann sehr viele Arbeitnehmer betrifft im Verhältnis zur Anzahl der Gesamtbeschäftigten, dann spricht man in manchen Fällen sogar von einer Massenentlassung. Und da gibt es dann wieder spezielle Vorschriften im Kündigungsschutzgesetz und auch im Betriebsverfassungsgesetz. Das heißt, ab einer bestimmten Größenordnung muss man hier auch den Betriebsrat mit einbeziehen. Aber das ist im Grunde schon wieder Stoff für ein weiteres Video, die sogenannte Massenentlassung. Ja, an dieser Stelle soll das hier genügen. Die wesentlichen Dinge habe ich genannt für die betriebsbedingte Kündigung. Alles Gute, Marius Ebert.